Herzlich willkommen hier zurück zur Lokias Kampagne, wo wir mitten im Krieg auf Ultuan sind. Lokia Fellheart. Und hallo Earth, herzlich willkommen. Ja, wir konnten einige Siedlungen einnehmen. Und wir haben hier oben, den Part haben wir noch gesaved. Wir haben uns mit den Skaven und mit dem Morgen haben wir uns, glaube ich, auch verbunden. I've been looking forward to this. Nee, ich dachte, jetzt sagt er, I'm looking for freedom. Ja, David Hasselhoff lässt grüßen, ja. Nee. Hooded One watches me. Gut. Ja, mit den Skaven sind wir verbündet. Und haben die eigentlich Krieg mit den Untoten? Die haben keinen Krieg mit den Untoten. Warum die nicht? Good. Come to the Lich Lord. Sind eure Beziehungen zu den Skaven verbessern sich? Aha. Schutzbündnis? No. Oh, das ist ärgerlich. Vielleicht sollten wir ihm ein bisschen was anbieten. Nee. Zahlungen? Zahlung anbieten? 5.900? Nee. Dread King, der mag uns eigentlich auch. Look upon my eternal form. Know that you conquer with great power. Oh, die Bruderschaft der Nikrachen lebt noch. Und der Krieg mit den Zwergen, ja, das gefällt mir. Militärischer Zugang, nicht Angriffspakt. Und, wer mich auch mag, das sind diese Wildorks. 12 Siedlungen, um wie viel haben die Untoten nochmal? Es gäbe 3. Neun. Die Grünhäute sind besser. Warum hat der Krieg mit der... Naja. Ach, man kann es nie allen recht machen. Schon gar nicht im Warhammer Fantasy-Universum. Bastard Ruki. Und man hat irgendeiner was gegen den anderen. Das ist einfach so. War klar, dass er sich das holt. Aber wir werden gleich einen Gegenangriff machen. Jetzt habe ich den Wein verloren. Das Raema, Opfer für Hekati und die Tiermenschen sind da. Gut, dann schauen wir mal, welchen wir machen. Ja, für die ganzen Korsaren ist der natürlich besser. Und zack. So, der ist jetzt hoch zum Phönix-Tor. Das finde ich jetzt natürlich nicht so cool. Da kann ich die natürlich nicht angreifen wegen der großen Garnison. Das will ich beides nicht auf einmal. Yes! Hinkriegen, denke ich. It is time. Darum gehen wir jetzt hier erstmal in den Hinterhalt.
Und Tyrant of Naggaroth. Du bekommst die Schattengrube. Du erkundest. Ach nee, da warst du ja. Da warst du. Ja, dann komm trotzdem mal zurück. Dreadlord of the Druki. Not possible. Dreadlord of Naggaroth. Kill them! Ich würde sagen, das spielen wir, wa? Death and carnage await. Auf geht's. Oh. Stellung starten. Also von der Qualität habe ich eine bessere Armee. We are ready. Dark Shards. Und Tyrion hat natürlich ein hohes Level. Sacrifice. Corsairs. My power is yours. Du hast den Plänkler-Modus mal aus. Ich bin da überlegen, ob ich den Schreckensfürsten mit der Armbrust und mit dem Schwert, ob ich den zu den Armbrustschützen stelle. So wie ich das mit den Zofen immer mache bei den Hochelfen. Dark Shards! Dreadlord! Lord of Fear! Druki! Corsairs! Sorceress! Sorceress of Grand! Ready! All powerful! So. Gut, dann wäre ich soweit. Muss noch mal kurz das abchecken. Ups, vertippt. So, los geht's. Dark Rider Crossbows. Ach, da hat die Garnison schon dabei, aber es war ja zum Glück nicht viel. Druki, forward. Okay, kommt mal zurück. Ich hab das mal schon viel Schaden bekommen. Dreadlord! Feared by all! Kommen die noch ran? Tatsache, scheiße.
merciless warriors. Gut, Kavallerie noch nicht raus. Das war ein guter Treffer. Oh, wie er das gelenkt hat. Jetzt hat er weniger Rüstung. Ah, lass doch meine Magierin in Ruhe. Nagarothi! Glorious Destruction! Der killt sie. Sie ist tot! Nein! Oh Mann! Brides of Cain! Who says? Cold-blooded killers! We are lost! Orders understood! The merciless host! Druki! The merciless host! Konnte nichts für sie tun. Slash! Kill! Forward! Dark Shard! Battle ready! We are ready! As you say! Oh, er hat das Herz aktiviert, deswegen hat er die Hälfte seiner Lebenspunkte. Ah, ich komme mir vor wie bei Yu-Gi-Oh! Jetzt flieht er. Hui. Ja gut, brauchen wir nicht hinterher. Oh, ein Angriff auf eine Nebensiedlung. Ein knappes Gefecht. Ja, die Heldin habe ich leider verloren. Muss ich mir leider eine neue holen. My glorious victory! Their meager wealth is mine! Gut, Angiria gehört wieder mir. Tyrant of Nagaroth. Nein. So, ich bin deine Zauberin, dann werde ich bestimmt gleich gemorchelt. Ach, ich kann mir gar keine neue Zauberin holen. Ja, das ist ja ganz toll. Das ist ja ganz toll. Speaker of Secrets.
Tyrant of Naggaroth. Ich weiß gar nicht, was ich mir hier holen soll. Wir haben noch eine Artillerie. So, du bist hier um den Hinterhalt gegangen. Master Druki. Da kommt ein Echsenmensch. Progress. Oh, da kommt er wieder zu Logia. Oder nach Lothan. Mein Assassine wurde verwundet. Ah. So lobe ich mir das. There is no mercy. Besser geht's doch gar nicht. Slaves are the real plunder. Und jetzt kommt auch schon der Echsenmensch. Fear my malice. Moment. Mixing spells, observing these draws. Assuming command. Everything to prove. Oh, da kommen noch mehr Echsenmenschen. Sacrifices to Mathlan. Track the forest. Give me the sea. Get moving. So wie ich das sehe, ist hier ein Fluss und wenn er drüber will, dann muss er hier rüber. By the cruel seas. Wenn ich das richtig sehe. Oh, der Shenzhou Blutgeisel ist unsterblich geworden. Herzlichen Glückwunsch. Wir bekommen einen Drachenhelm, den Dolch des Hotek. Die Krone des schwarzen Eisens. Rubrik der dunklen Dimensionen. War auch nicht schlecht. Sehr gut. Obey. The Assur are destined to die. Death Knight is upon us. So geht das Geld natürlich auch drauf. Du bleibst da. Und schauen wir mal, was die Echsenmenschen tun werden. Mir voll in den Hinterhalt reinlaufen. Ist das geil. Enslave them. Amuse the Kraken Lord of Karan Kar, or suffer. Das nehmen wir gerne wieder an. Ich hoffe, dass die Skaven und die Gruftkönige sich da oben nicht bekriegen werden.
So, was Spruchschild los? Master Mundi besiegt, aber wo ist das? Oh, nicht schlecht. Und wieder eine Siedlung mehr. Bring fire and terror. Part of the crew. I care not. Our revenge will come. Traveling. Traveling. Da ist noch eine Ex-Menschenarmee, aber die ist jetzt auch nicht so stark. Lord of Fear. Also ich habe schon deutlich stärkere gesehen. Das nehmen wir mal den roten Skillweg. Death! Draw your blades, we fight! You are unworthy of our oh, wenn's wieder vollständig. Dreadlord of Naggaroth. Jetzt können wir auch wieder einen neuen Atlas reinhauen. Wir nehmen das. Oder? Wir nehmen die Steuern. Feared by all. Dreadlord. Okay, die Ex-Menschen werden wohl vom Süden kommen. Also im Moment sieht das eigentlich ganz gut für mich aus. Der innere Bereich, der gehört ja schon mir. Von Ultuan. The Kraken Lord cometh. You're obedient. Dann hast du jetzt Krieg mit Clan Rictus. Verdammte Waldelfen. Also ein Messinghorn wäre natürlich schon nicht schlecht. So, ein Assassin ist wieder da und ein Meister ist wieder da. Master Druki, seeking cruelty. Der hat ja noch nicht mal einen Helden dabei. Sie haben sich zum Tor zurückgezogen. Ja, das ist gar nicht so dumm gewesen. It is time. Hide with the tides. Druki Lord. Murderous Lord. My Lord. The mountains rise as the waves. Also ein Frieden mit den Ex-Menschen wäre mal nice, aber irgendwie schicken die Armee um Armee.
der mag mich. Your little message will be most interesting. Bündnis wäre vielleicht gleich zu viel, aber das und das auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass er den Krieg überleben wird gegen die Waldelfen. Yes. Es seien die Gruffkönige würden ihnen helfen. Aber es hat nichts Besseres zu tun, als mal Lust zu haben, den Krieg zu erklären. Shall we bargain? Nee, das wird er nicht machen. Black-hearted Dreadlord. Leider nicht. Jetzt geht er ganz außen rum. Oh, Clan Moss. Bereiten wir mal. Laying in wait. Spread fear. There will be casualties. Our revenge will come. So, für eine Runde die Klinge des Kane leider nicht zur Verfügung. Was werden wir schon hinkriegen, irgendwie? I am eager to be tested. Cruelty endures. Seeking my destiny. Was hat das denn gerade? Oh, der Ex-Mensch ist mir voll reingetreten. Black-hearted tyrant, we have a deal. Der ist fast wieder voll. Was nehmen wir denn jetzt mal? Ach ja, die Roten wollten wir nehmen. Ja. Folly. Ja, solange die da nicht rauskommen, weiß ich nicht. Hallo, Shea Exe, herzlich willkommen. I have much to show. Oh, komm.
Tor machen will. The Azur are destined to die. Tun wir mal was für die öffentliche Ordnung. Muss auch mal sein. Yes. By the god of murder. What's best for me? On the move. Ja. Jetzt hat's funktioniert. Slaughter and enslave. So, run in fear. We must fill the slave decks. Slaves are the real plunder. Der ist aber wieder schön in die Falle getappt. Ich liebe ja diese Hinterhaltstellung. Wisst ihr, wo es die nicht gibt? Bei Thrones of Britannia. Da war das Argument von CA, das wird da kaum genutzt. Also es wird allgemein kaum genutzt. Total lächerlich. Our revenge will come. Absolutely not. Hated landwalkers. Death to the land mongrels. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das automatisch gewinne. Time to feed the Kraken. Gut. My infamy grows. Your kind does not belong here. Schade, dass die Tore den Skin nicht auch ändern. Kraken calls. Und der Erlass macht hier Sinn. Our revenge will come. Den nicht. Na, das Einzige, was bei dem Sinn macht, ist der Wachstum. Der macht auch keinen Sinn. Der auch nicht, der auch nicht. Has presence. I care not. Sacrifices to Mathlan. Wir sind jetzt übrigens bei der letzten Stufe. The Azur are destined to die. Glaube ich, gedeint. Ich glaube, gedeint ist die letzte Strophe. Und eine Klinge des Cain. Noble born. Such slaughter awaits. Annihilate them! We will make them bleed! The thrill of battle awaits. Die Hinterhalte sind eben sehr gut platziert, GX. Hate runs deep. Ich kann da doch auch nichts für. Tyrant in training. Our revenge will come. Death and carnage await. Black-hearted! Hol mir Schwert mit Malus. Ja, mit Malus ist es auch sehr geil. Ich bin schon mal solo durch das Land gerannt mit Trock. Aber am Ende haben sie mich alle bekommen. Greatness ascends.
Draw your blades, we fight! Leider. Was sie mich alle gejagt haben. Knochenarbeit, sehr gut. The weak scream for mercy. By Cain. So kannst du es erobern? Nein, kannst du nicht. Obwohl da gar nicht so viel Garnison ist, aber naja. Attend me. A loyal first mate. Also Loki verreckt auch dich. 52.000. Let the pillage begin. Take everything. Aboard the Tower of Blessed Dread. Was bildet ihr da hinten schon aus? Auch nicht schlecht. Ich habe jetzt 6.000 Einkommen, das heißt... Ich hole mir mal einen neuen Kommandanten. Ne, Erzzauberin hole ich mir jetzt. Bösartig, Waffenmeister, genau, eine Magierin Waffenmeister. Darfst du nicht, finde ich eigentlich immer noch okay. Lehre des Feuers. Warum nicht? Supreme Sorceress of Gron. Peerless. Dann noch zwei Helden. Eine Waffenmeisterin. Bride of Madness. Limitless Power. Und dann holen wir uns noch. Ja, geht ja nur noch eine Todeshexe, eine grausame. Death Hag. Was ich nicht wusste, ist, wenn du in einer Siedlung stehst und eine Belagerung angreifst mit Malus, kannst du die Armee, die belagert, endlos angreifen, weil Malus in jedem Battle, wo er nur Leben hat, wieder mitdrängen, alle Leben plus ein komplettes Leben hat. Ach so. Wusste ich auch noch nicht. Powerful Enchantress. Master Druki, I'm going! Bei einer mannhaften Niederlage, wenn du in der Siedlung stehst, bist du also auch nach zwei Niederlagen mit Malus nicht ausgelöscht. Ja. Ist natürlich nice. Ich kenne jedoch Spieler, die hassen die Kampagne von Malus Starblade und die hassen auch Malus Starblade. Alleine schon, weil der Dämon immer redet. Das ist für die schon ein Grund, die Kampagne zu hassen.
Hart an der Arbeit. Forschungsrate plus 100%. Ui. Ja, was ist denn da los? Bring fire and terror. Kill them! Death and carnage await. Death to the weak. For the Witch King. Who's the Witch King? Lord of the Black Court. Dread Lord of the Druki. Tanz des Todes. Die Belagerung geht dir nur weiter, wenn du rauskommst aus der Siedlung, um die Belagerung aufzuheben. Ja, eben. Wenn du verlierst, ja. Wenn jetzt aber Malus drei Tränke hat, die ihn wieder voll machen und jeweils zum Dämon werden kann, hast du endlos versucht, um die Belagerung aufzuheben. Hört, hört. Noxious potion moving amongst them. Ne, es kann sein, dass das Stream blickt. Der ist bei mir nämlich rot. Leckt der sehr doll oder ist es noch anschaubar? Ich kann ihn sonst neu starten, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. What is your dark purpose? Das ist halt die Frage. A mutiny. The Azure are destined to die. Ambitions to kill a hollow observance. Ja, bei mir ist der Stream auch rot. Ich weiß nicht, ob er jetzt, wie gesagt, noch anschaubar ist oder ob ich versuchen soll, ihn neu zu starten. Ich weiß ja nicht, wie doll das leckt. Wenig drin. Dreadlord of Nagaroth. We will make them bleed. Occupy this place. P alle 10 Sekunden eine Sekunde, okay. Das ist schon nicht schön. Black-hearted Dreadlord. I care not. Ich kann ja mal einen Stream-Neustart versuchen. Vielleicht wird es dann besser, vielleicht aber auch nicht. Save dann hier auch. Und dann bin ich, würde ich sagen, gleich wieder da.